meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Vlog. Ich habe vorhin das kleine Infovideo gedreht, was ihr gestern gesehen habt, und habe es jetzt auch schon fertig geschnitten und lad's schon hochgeladen, bla bla bla. Ja, ich habe mich heute wieder geschminkt, genauso wie gestern. Es tut voll gut. Ich finde, gerade wenn man so irgendwie gar nicht rauskommt, das kenne ich ja von mir schon seit längerem. Also ich arbeite ja schon mega lange zu Hause. Seit 2013 betreibe ich Homeoffice und ich habe jetzt halt nicht jeden Tag irgendwelche weiten Wege oder fahre irgendwo hin. Habe aber gelernt, wie man mit schlechter Laune in Quarantänemomenten oder zumindest Momenten umgeht, wo man wirklich nur zu Hause ist. Und ich habe gesehen, was tut einem richtig gut, vor allem als Frau, wenn man sich ein bisschen herrichtet, schminkt, die Haare hübsch hat und sie was Schönes anzieht. Wobei ich hier sehr gerne Jogginghosen trage, schminke ich mich gerne. Und deswegen habe ich mir heute auch mal wieder Wimpern aufgeklebt. Ich habe mir magnetische Wimpern gekauft von Ardell. Und das sind die. Die habe ich aber aufgeklebt. Ich habe die Magneten drauf gemacht, weil mit den Magneten war es zu heftig. Es hat zu schlimm ausgeschaut. Deswegen habe ich die Magneten runtergetan und verwende die jetzt immer nur so extra. Und es schaut super cool aus. Also super cool. Es geht. Also ich habe das ein bisschen schlecht geklebt. Sieht irgendwie komisch aus. Aber ja, ich rede jetzt mega viel Blödsinn wahrscheinlich. Weil ihr denkt so wahrscheinlich, was labert die hier über ihre Wimpern? Aber was soll ich euch erzählen? Nein, Scherz. Ja, ich bearbeite gerade mein Thumbnail. Ich zeige euch mal, wie das Thumbnail von der Michelle. Das ist das von Michelles Video. Das habe ich heute auch gemacht. Und jetzt muss ich das Thumbnail für das jetzige Video machen. Ich habe zuerst gedacht, ich brauche keins, aber ich brauche sehr wohl eins. Und deswegen mache ich da jetzt schnell ein Thumbnail. Und sonst ist heute natürlich wie auch die Tage nicht wirklich vieles geplant. Ist so dunkel hier. Meine ist auch heller. Jetzt passt wieder die Helligkeit. Auf jeden Fall, ja, ist natürlich nichts geplant. Großartiges. Ah ja, doch, ich wollte heute live gehen. Und schauen wir mal, ich werde das noch mir anschauen. Dieses Technikkram muss ich noch ein bisschen was einrichten. Der Papa ist jetzt gerade draußen bei den Hühnern. Der hat jetzt ein bisschen freigelassen. Ihr wisst ja, unsere Hühner und Enten haben ja so dieses Gehege. Aber die, also, keine Ahnung, immer wie Zeit ist, meistens am Wochenende, lässt er sie dann auch immer ganz frei, dass sie im ganzen Garten herum watscheln können. Und das macht er jetzt gerade aktuell. Und telefoniert, glaube ich, mit seiner Tante, soweit ich weiß. Und sonst, ja, ich werde dann, wie gesagt, mein Thumbnail mal zuerst fertig bearbeiten und melde mich danach, weil ich kann jetzt nicht reden und das machen und ja. So, Video ist fertig, online gestellt und ich habe jetzt ein Licht aufgestellt. Licht aufgestellt, weil ich möchte mit der Michelle ein TikTok drehen. Eigentlich wollte ich es ja mit dem Papa auch drehen, aber der Papa telefoniert jetzt gerade mit meinem Papa. Ja, ich habe meinen Vater kontaktiert. Ich hatte mit meinem Vater auch längere Zeit keinen Kontakt mehr. Nicht, weil wir gestritten hatten, sondern weil, ja, wegen irgendwelchen Lappal. Also, er hat sich nicht gemeldet, ich habe mich nicht gemeldet. Hat sich dann irgendwie so ein bisschen, ja, schwierige Situationen. Ah, da ist die Michelle schon, weil ja, und seit Corona, hat ja auch was Positives, habe ich meinen Vati angerufen und mit ihm telefoniert. Und seitdem haben wir regelmäßig Kontakt mit ihm. Entweder ich rede mit ihm oder der Papa telefoniert mit ihm. Ja, da ist die Mischka mit ihren neuen Haaren. Die Michelle ist so, die mag das so gerne, diese neuen Haare, gell? Ich glaube, die Michelle wird sich mega weigern, die Haare zu waschen, oder? Gar nicht, ich will nie mehr waschen. Nö. Ich darf sie nicht so sehr. Ja, genau. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall einen TikTok drehen. Vielleicht ziehe ich mir noch was anderes an, oder? Soll ich mir eine andere Hose anziehen? Geh, holst du mir meine schwarze Jogginghose? Die wird, glaube ich, da besser dazu passen. Dann passen wir auch farblich besser zusammen. Bitte, holen Sie mir meine schwarze. Die ist am Babybett ganz hinten. So, andere Hose. Ich nehme schon, drehen jetzt ein paar TikToks. Irgendwas Leichtes. Und dann, ja.
wir, also ich möchte so ein Video drehen, wo die Michelle mir die TikTok-Tänze beibringt. Von Renegade. Ich bin TikTok Pro in dieser Familie. Okay. Renegade. Wie geht es? Alles klar. Deswegen, das macht so Spaß. Aktuell denke ich mir so, macht einfach das, was so Spaß macht. Und das macht am meisten Spaß. Deswegen machen wir das aktuell am meisten. So. Wir müssen nur das Handy aufstellen. Beruhig dich. Beruhig dir. Machen wir das EU? Wir brauchen ein Stativ, oder? Ja? Wir brauchen ein Stativ, oder? Ich habe kein. Und ich finde dein Handystativ nicht mehr. Mein Handystativ? Das ist da drinnen in der Kiste, oder? So, ich habe so gemacht die ganze Zeit, ja. Und jetzt bin ich davon. Ja. So, genau. Jetzt sieht es aus. Ja. Probieren wir es. Ja. Wir haben gerade so einen mega Spaß. Wir haben so ein lustiges TikTok gedreht für Papas TikTok. Weil das ist gerade momentan bei uns das Number One. Lustig. Wir planen jetzt schon das nächste. Also hast du das Lied schon gefunden? Ja. Ist das cool? Das ist noch lang, man kann jetzt nur noch ein bisschen warten. Ah, kann man ja dann ein bisschen schnell, oder? Jetzt tue ich jetzt. Wir lassen es auf da spielen. So, meine Lieben, ich sag's euch, kurze Krise gehabt. Habe ich jetzt voll vergessen zu vloggen. Die Luisa war kurz alleine in meinem Büro und hat hier ein bisschen gut aufgeführt. Ich habe das jetzt nicht mitgevloggt, weil ich war ein bisschen stinkig. Sie hat mit einer. Wo ist sie? Die Selbstbräunungscreme. Selbstbräunungscreme, ja, Selbstbräunungscreme. Ich meine, nicht so irgendeine normale Creme, nö. So eine richtig hübsche, braune Kackflecken hier überall. Also mein ganze Couch, Sessel oder wie immer das heißt, war voll angetupselt. Hier so richtige Patzen und mein Sessel auch. Ich sag's euch, ich habe es aber echt gut rausbekommen. Ich bin echt begeistert. Ich habe nämlich so eine Seife, die da. Das ist meine Seife, die ich nutze für meine Pinsel. Die kann man aber auch nutzen, wenn man Pickelchen am Rücken hat und so weiter. Das ist eine echt, echt gute Seife. Und mit der habe ich das jetzt geputzt. Und es ist zum Glück alles weg. Ja, hier oben hat sie auch einen schönen Streifen gemacht. Und ich bin froh, dass ich das wegbekommen habe. Noch von meinem Ding hier. Weil das war so ein richtiger, hübscher, brauner Fleck. Obwohl das jetzt dunkelgrau ist, hat man es trotzdem richtig toll gesehen. Ja. Ich habe es aber Gott sei Dank wegbekommen. Sorry. Gerne hätte ich euch hier an diesem Prozess teilhaben lassen, aber ich war jetzt so wütend, dass ich da überhaupt nicht ans Vlog gedacht habe. Und ich schaue besonders toll aus hier so. Was ist diese hübsche Outfit hier bei mir? Ja, das ist halt Quarantäne. Baba? Ja. Willst du sehen, wie es ausschaut? Was machst du denn da? Schaust du dir deinen TikTok an? Gefällt's dir? Die Couch habe ich sauber gekriegt. Ja, gegangen. Selbstbräunungscreme hat sie raufgeschmiert. Also, Selbstbräunungscreme. Das ist von meinen Proben. Sie weiß, wo diese Tuben sind, die offen sind. Und hat mein ganzes Möbelstück, komm her. Jetzt habe ich alle nach oben hingetan. Mancare. So, Baba. Mutter aus Balkan. Der Papa hat so einen Spaß mit TikToks, das ist so richtig sein Ding. Spaß? Ich kann mich voll. Hey, ja, ich habe gesagt, dass es dir gut geht. Wie geht's dir? Eigentlich heißt es Schmerzen, bis du an hast du halt, weil du hast du am längsten, oder? Bis, ja, so 7 Tage vielleicht. Also nur eine Woche, ja. Das Badre, gibt's der Lara bitte auch einen Zug? Brauchst du Hilfe? Ja. Zeig mal. Also, irgendwie kann es kaum irgendwie nicht sein, weil es gibt ja auch Gingen. Also, gehen meine ich. Was ist da irgendwie gehen? Mhm. Weil es kann nicht. Ging, kam. Oder? Ja. Da. Das war doch hier irgendwo. Gehen. Ja. Weil es ist auch mit Vergangenheit. Also kann es nicht kaum sein. Weil kam und kam.
Ah, Homeschooling. Sie kamen macht und Spaß. Kam. Sie kamen und kam. Es kann kam nicht sein. Oh. Und wie soll ich denn kamen schreiben? Kamen kommt. Frag mal den Patrick. Kamen kommt. Bitte frag den Patrick. Luisa! Was? Ich glaube, kommt. Hol dir jetzt einen Zug. Hol dir jetzt nicht. Luisa! Hallo, Luisa, 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 bist du schlimm gewesen? Luisa, hast du meine Couch angemalt? Mit Creme? Du, du, du. Du, nein. Du, du, du. Nein, was machst du denn jetzt? So, ich schaue voll zerwuselt aus. Ich wollte jetzt was hier einstellen bei meinen Monitoren für den Livestream heute und irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Deswegen ist das jetzt ein bisschen gerade nervig. Ja, irgendwas funktioniert da nicht. Ich weiß auch nicht, nervt mich irgendwie total gerade mit meinem Display. Ich kann den irgendwie nicht verbinden und mich nervt das total. Ich habe mir nämlich ein neues Display gekauft, einen zweiten Bildschirm. Hier, den da. Und den habe ich hier bestellt. Habe ich eben im Blog gesehen. Da habe ich mal genau, wie ich mit dem Patrick den aufgebaut habe. Nur irgendwie schaffe ich das nicht, dass der funktioniert und irgendwie stresst mich das gerade richtig. Nervt mich. Ja, ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert, aber... Ja, der Papa badet gerade Luisa und Lara, also er duscht sie jetzt gerade schon ab und dann gehen wir was essen und morgen müssen wir definitiv früher aufstehen. Ich sag's euch, bei uns hat sich so der Wurm reingefurcht mit dem langen Schlafen. Wir wachen so spät auf, das ist richtig schlimm, ich muss wirklich einen Wecker stellen, damit wir... Ja... früher aufstehen und mehr schaffen. Sorry, ich bin eine Katastrophe. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, schaut mal, wie cool. Hier ist mein Display und hier ist mein Display und hier ist mein Display. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich das schon rüberziehen kann. Was ist das? Oh, schön, dass du nicht reagierst. Schauen wir mal. Jetzt. Das ist der und das ist der, okay. Oh, Leute, wie cool. Ich liebe das. OMG, ich habe es geschafft. Cool, cool, cool. Und hier kann ich den einrichten. Das ist mega cool. Jetzt kann mir das ja nicht mehr passieren, wenn beim letzten Vlog, beim letzten Stream, wo ich nicht gesehen habe, dass der Bildschirm zu groß ist, weil jetzt kann... Ich komme! Jetzt wird die Lara abtrocknen. Ah, ich habe es geschafft. Happy, happy, ja? Soll ich dich anziehen? Ja, aber ich habe schon die Kamera, aber ich brauche mir eine Unterhose. Eine Unterhose holst du dir eine? So, meine Lieben, wir haben uns jetzt hier versammelt zum Abendessen. Ja. Man merkt, die Kinder auch. Ist lecker, Baby Girl. So, meine Lieben, bin noch mal kurz ins Büro gegangen. Sorry für diese Kameraeinstellung. ja, wir haben jetzt gegessen und jetzt wollte ich noch mal kurz schauen, ob ich es schaffe, online zu gehen, aber ich schaffe es leider nicht. Mal gucken, ich muss es noch irgendwie rausfinden. Werde mich jetzt aber trotzdem vom Vlog verabschieden. Muss mich noch abschminken, meine Fake Lashes runtergeben, mich grundsätzlich abschminken und dann ins Bett gehen. Morgen möchte ich nämlich früher aufstehen, nicht mehr dieses typische Ferienprogramm und mehr schaffen. Na gut, meine Lieben, morgen nehme ich euch wieder mit durch den Tag, deswegen bis morgen und... Danke fürs Zuschauen.